Joachim Lambi hat es schon geahnt, sein Vorschlag wurde abgebrettert und RTL hasst ihn. Die Leute lieben sie, dafür werden sie mich jetzt hassen, wenn ich ihnen leider mitteile, dass wir dafür heute keine Zeit haben. Oh. Nein. Oh. Abitur. Abitur. Ah, ich höre gerade, ah, man hasst sie abgrundtief. Sogar. Ja. Und wir haben wirklich phänomenale Profitänze, einer heißer als der andere. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu der Profi-Challenge von Let's Dance. Wie immer könnt ihr natürlich über den Link in der Videobeschreibung auf die RTL Plus-Seite kommen und euch dort dann nochmal die ganze Folge angucken. Aber wir wollen gar nicht so lange drum herum reden. Wir haben zwei Hochkaräter im ersten Team, der amtierende und die frisch abgelöste, ja, Let's Dance Meister und Meisterin Valentin Lusin und Katrin Mensinger. Vor einer Woche war ich noch amtierender Dancing Star zusammen mit René und jetzt bist du amtierender Dancing Star zusammen mit Anna. Ja, das ist so gut gemacht. Dankeschön. Jede Woche abgeliefert und im Finale nochmal on point. Und die beiden haben auf jeden Fall Großes vor und auch einen großen Plan. Und Katrin ist da, sage ich mal, federführend bei der Choreografie. Erste Szene ist abgedreht und dann beginnt das Chaos. Für Tango. Und die Leute glauben, ich bin total verrückt. Okay, das weiß eh schon jeder, dass ich total verrückt bin. Egal. Und die beiden haben das dann so ein bisschen auf Retro angelehnt. Schwarz-Weiß, dies, das. Und ja, es wird auf jeden Fall ein interessanter Tanz. Hier sind Val and Kat in Swingtime. Wo waren deine Jazzhänden? Und bevor wir jetzt mit dem ersten Tanz anfangen, will ich euch natürlich kurz sagen, schaut euch, wenn es euch dann interessiert, gerne die gesamten Tänze an. Ich kann euch natürlich immer nur kleine Ausschnitte zeigen. Und die Tänze waren wirklich sehr gut und ich glaube, anders wie mit den Promis, waren die Tänze auch ein bisschen länger. Aber natürlich gucken wir trotzdem rein und der Tanz von den beiden fing auf jeden Fall sehr gut an. Die Tänze an sich waren so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Freestyle war, aber es waren verschiedene Tänze durcheinander gemischt und die beiden waren hier natürlich noch recht klassisch unterwegs. Und das Ganze ist ja mit diesem Schwarz-Weiß-Filter, wie ihr vielleicht seht. Und ihr müsst jetzt bei der nächsten Sequenz mal aufpassen. Relativ am Anfang ist irgendwie auf der Kamera der Filter einmal kurz deaktiviert. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, das war ein kleiner Produktionsfehler. Aber das macht natürlich gar nichts. Es ist trotzdem wirklich ein großartiger Tanz. Und die sind dann in den zweiten Teil gekommen. Und dort ist dann auch der Schwarz-Weiß-Filter weg. Es wird ein bisschen moderner und auch ein bisschen peppiger. Und die beiden haben wirklich alles gegeben, vor allen Dingen Valentin, der ja letzte Woche noch im Finale stand, muss man hier vielleicht ein bisschen besonders loben. Ja, Einsatz und Wille, der war da. Aber auch die Choreografie von Katrin muss man wirklich loben. Die hat das Ganze aufgezogen, ja, fast wie so ein kleines Musical. Und am Ende war es dann das große, ja, ein bisschen schon Broadway oder wie man sagt, ne? Ich liebe übrigens diese Hebefiguren, wo die Leute dann so an den Armen hochgehoben werden. Ich würde das auch gerne mal... Möchte mich jemand hochheben? Roche, könntest du kurz übernehmen? Es ist gerade unangenehm. Ich kriege nicht genug von Ginger Metzinger und Fred Lusing. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn, was ihr haben hier geboten. Wirklich. Hollywood Boer, wir wissen, dass ihr seid mega Tänzer, dass ihr haben wirklich hier gerockt, diese Parkett, aber heute, das ist so ein Traum. Aber wie ihr merkt, die Jury ist begeistert und nicht nur Roche, auch die Mozzi. Ich meine, Valentin hat letzte Woche noch im Finale getanzt und es ist unglaublich, wie harmonisch ihr seid nach einer Woche. Und das war mal eine Leistung. Technisch super, sehr, sehr unterhaltsam. Energie vom Anfang bis zu Ende. Und eine Änderung zu den sonstigen Videos.
Es gibt tatsächlich jetzt keine Punkte, weil es sind natürlich alles Profis und im Grunde würde man wahrscheinlich jedem dann 30 Punkte geben und das macht natürlich wenig Sinn. Heute entscheiden ganz allein die Zuschauer, wer das gewinnen soll. Und falls ihr euch jetzt fragt, was bringt es überhaupt, wenn die das gewinnen? Sofern die in der nächsten Staffel mitmachen, die Gewinner, bekommen die einen Bonuspunkt und diesen Bonuspunkt dürfen die dann frei wie die wollen in einer der ersten vier Shows benutzen. Das bedeutet, eventuell kann sich durch diesen Bonuspunkt im nächsten Jahr irgendeiner mal sichern. Und das ist natürlich eine coole Sache. Kommen wir aber zu unserem nächsten Paar. Und da ist eine Tänzerin dabei, die ist, glaube ich, zum allerersten Mal dabei. Ich bin Anna Salita und bin bei der diesjährigen Profi-Challenge mit dabei. Ich bin Evgeny Vinokurov, ich bin mittlerweile 32 Jahre alt, beruflich Tänzer. Ja, aber unsere Anna Salita, wenn ich das richtig verstanden habe, die ist auch eine wirklich erfahrene und sehr erfolgreiche Tänzerin. Ich bin deutsche Vizemeisterin im lateinamerikanischen Tanzsport und letztes Jahr haben wir tatsächlich den Weltmeistertitel für Deutschland geholt im Showdance Latein. Das verspricht auf jeden Fall richtig viel Gutes und der Evgeny ist ja auch ein sehr guter Tänzer, den kennen wir ja schon und dementsprechend gucken wir natürlich auch rein. Die haben eine sehr rockige Nummer genommen und haben auch sehr kraftvoll gestartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir schon richtig gut gefallen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt meine Musik ist und ich eher so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen rappiger oder ein bisschen ruhiger auch insgesamt bin bei Musik, aber ja, irgendwie hat der Tanz schon gute Laune gemacht. Aber die hatten dann auch einen Wechsel in der Musik und ich muss unbedingt nochmal nachgucken, wie dieses Lied heißt. Es steht, glaube ich, in der Videobeschreibung jetzt mittlerweile drin, aber ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Das Lied, das jetzt kommt, es ist ein sehr harter Cut, aber ich liebe diese Stimmung. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio ma... Das ist natürlich insgesamt so ein bisschen gefühlvoller und alles und sehr, sehr ruhig, aber ja, so eine Musik, ne? Die liebe ich, das finde ich schon sehr schön und ja, das ist, es ist wahrscheinlich Spanisch und gefällt mir. Aber wir wollen ja hier auch nicht zu weich sein, ne? Wir sind harte Männer und harte Frauen und deswegen gibt es auch immer noch ein bisschen Rock am Ende. Und ich muss sagen, das war alles in allem richtig guter Auftritt und der Jury hat es auch gefallen. Ist 9. der Weltrangliste aktuell, das muss man auch dazu sagen. Also in Deutschland, im Tanzsport und international kein unbeschriebenes Blatt. Man hat es auch gerade gesehen, du passt hier wunderbar hin. Ja. Also ganz ehrlich, du musst nicht nur immer Turniere tanzen, du kannst auch gerne bei uns mitmachen. Und das finde ich auch richtig schön. Der Joachim hat dann nochmal die Wertschätzung für die Tänzerin gegeben, weil die wirklich eine sehr, sehr gute ist. Auch wie ihr gehört habt, in der Weltrangliste Platz 9. Und wer weiß, vielleicht sehen wir die in der Zukunft ja auch irgendwann mal in einer kompletten Staffel. Weiter geht es allerdings mit einer alten Bekannten und ja, die Betonung liegt auf alt. Es ist unsere herzallerliebste Ekat. Geknackt bin ich immer noch knackig. Bei Let's Dance bin ich seit 2013, glaube ich, schon 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kann die Ekat auch nur mögen. Das ist einfach so eine süße und lustige und keine Ahnung. Irgendwie, die macht mir immer Spaß, wenn ich die sehe. Und ihr Tanzpartner hat auch noch einen anderen Beruf. Ich bin der Dancing Dentist von Let's Dance, ja. Ich liebe beide Berufe. Ich liebe das Tanzen, ich liebe die Zahnmedizin. Ich habe nicht nur einen Tanzpartner, ich habe gleichzeitig einen Zahnarzt bekommen. Und die beiden haben wirklich viel im Training von sich abverlangt. Auch das komplette Vertrauen zueinander. 2, 1, komm. Juhu. Juhu. Oh, mein ganzes Leben ist gerade vor der Augen so. Und wir gehen dann aber auch direkt rein in den Tanz, denn das verspricht natürlich mit den beiden eine richtig fröhliche Gaudi zu werden. Ah.
aber ihr merkt schon, die Stimmung ist sehr, sehr viel mystischer und das bauen die beiden auch richtig gut auf. Es ist auch ein richtig schönes Lied, finde ich, und sie tanzen dann auch dazu und ja, es sieht alles sehr elegant, sehr fließend, sehr schön aus. In the end, it doesn't even matter. Dann kommen wir zu einer Stelle, wo im Tanz das Thema wechselt und passend zu dem Themawechsel ändert Eckart auch ihr Kleid und letztens hat jemand in den Kommentaren gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass die ein anderes Kleid auf einmal anhat und hier seht ihr, wie das zum Beispiel funktionieren kann. Ja, so schnell kann man sich auf einer Bühne umziehen. Das ist halt dann vorbereitet. Du ziehst einfach was ab und dann kommt das Kleid, was drunter liegt, zum Vorschein. Und ja, so funktioniert das. Vielleicht fanden das ja manche von euch interessant. Der Tanz geht jetzt auf jeden Fall in eine etwas kraftvollere Richtung. Ja, und die Szene ist natürlich bei Eckart besonders, ja, interessant, denn es gab hier fast den nächsten Kuss. Ich bin sehr gespannt, ob ich in den nächsten Tagen irgendwo einen Zeitungsartikel finde, wo die wieder, ja, über diesen Schwachsinn schreiben. Aber dann, ganz am Ende, gab es auch noch den Vertrauenstest. Und ich muss wirklich sagen, dass ich beeindruckt bin, wie gerade Eckart sich hat fallen lassen. Also bis zum letzten Moment war in ihrem Körper wirklich kein Knick. Und das muss man sich auch erstmal trauen. Aber diese Leichtigkeit, diese schöne, ja, ich sag mal, das Miteinander, das war wirklich sehr, sehr schön und sehr, was du sagtest, Gänsehaut, ja, das kann man auch oft genug bei euch bekommen. Ihr habt das wunderschön auf die Fläche gezaubert. Danke. Es war ein wirklich sehr schöner und gefühlvoller Tanz und bei unserem nächsten Pärchen tanzen Patricia und der Christian zusammen und ja, gerade der Christian freut sich wahrscheinlich auf eine Partnerin, die auch Lust darauf hat. Ich finde es super spannend, aufregend, weil ich eben das sehr mag, durch diese Profi-Challenge-Woche auch eine Person neu kennenzulernen. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter nachtreten bei dem ganzen Christian-Thema rund um seine Tanzpartnerin in der Staffel. Vielleicht hören wir da ja noch irgendwelche, ja, Statements in der Zukunft zu. Ich bin sehr gespannt, ob da nochmal nachgetreten wird irgendwann. Aber hoffen wir es nicht. Und freuen wir uns jetzt auf die beiden Profis. Ich freue mich riesig, mit Christian zu tanzen. Er hat viel Erfahrung mit Let's Dance, er hat schon mehrmals gewonnen. Und ich bin mega, mega froh, dass ich zusammen mit dir tanzen kann. Und die beiden probieren in ihrem Tanz auch direkt die tiefen Gefühle zu ergreifen. Unsere Geschichte, es geht um Liebe und speziell, wie verrückt die Liebe ist. Liebe ist süß, Liebe ist Kampf. Und Liebe ist eine verdammte Naturgewalt. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, diese Entschlossenheit und die Naturgewalt, die soll dann auch im Tanz wieder zu entdecken sein. Und ich sag mal so, wie es ist, man kann es schon sehen. Die beiden geben wirklich Vollgas und ja, alles, was sie wahrscheinlich so an Kraft in sich haben. Und die Patricia wurde in dem Tanz auch wirklich ordentlich gefordert. Die ist das ein oder andere Mal schon ein bisschen auf den Boden gefallen. Voller Körpereinsatz, auch bei der nächsten Figur. Aber ja, es ist sehr kraftvoll und es kommt auch wirklich richtig gut rüber. Und es war auch die ganze Zeit, anders wie bei den anderen Tänzen, es war durchgehend wirklich eine absolute Energie und so hat das Ganze dann auch geendet. Und ich habe euch ja schon erwähnt, die Patricia ist das ein oder andere Mal ja schon rabiat benutzt worden als Tanzpartnerin. Und das hat auch die Jury gesehen. Ja, er hat sie kaputt gemacht. Ja, er wollte sie kaputt machen. Zum Glück, dieses Parkett ist neuer. Weil immer Patricia ist geflogen auf dem Parkett. Haben wir
Oh mein Gott. Gebrochene Beine. Ich werde die Jury auf jeden Fall vermissen bis zum nächsten Jahr. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit denen in dieser Staffel. Aber fernab davon, dass Patricia fast beide Beine gebrochen hatte, hatten sie auch noch lobende Worte. Das war so. So ein Tempo, so eine Intensität, ja, wow. Intensiv, ja. Energie pur, wirklich. Und das war Liebe. So ist der Liebe. What? Weiter geht es mit einem besonderen Pärchen, denn ihr müsst wissen, die Pärchen wurden ausgelost und das Losglück in diesem Fall hat ein Pärchen zusammengebracht, das auch im echten Leben ein Pärchen ist, also ein Liebespaar. Und ja, die beiden haben zusammengefunden übers Tanzen. Tanzen hat uns zusammengebracht, Tanzen hat mich nach Deutschland gebracht, Tanzen hat mich zu Let's Dance gebracht. Wir sind immer dankbar für jeden einzelnen Moment, den wir auf der Tanzfläche verbringen können, weil man weiß nie, was die Zukunft bringt. Und ich fand beide Profitänzer wirklich cool in dieser Staffel. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Chold, gerade auch, weil er mit Julia getanzt hat wahrscheinlich, aber man hat sehr viel von Chold in dieser Staffel kennengelernt und ja, ich habe ihn wirklich lieb gewonnen. Das ist ein richtig cooler Typ und ja, keine Ahnung, ich finde ihn einfach immer richtig sympathisch. Und er hat auch sehr konventionelle Methoden, um seine Tanzideen durchzubringen. Das wird man natürlich nicht klappen, Chold. Die Musik ist so schnell da. Glaub mir, end. Der Stelle. Komm, nee. Komm, einmal. Nein. Komm, einmal. Nein. Komm. Ich verliere sowieso. Nein. So, du machst mal One and Two, ich mache One and Spiel die erstmal eine Runde Schere, Stein, Papier und Chold macht sie einfach fertig. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das Schönste, was wir für uns ist, ist das Tanzen und das wollen wir auf dem Parkett zeigen. Und das werden wir auch auf dem Parkett sehen und wie immer kann ich euch natürlich nur sagen, dieser Tanz im Gesamten war wirklich eine absolute Augenweide. Ihr merkt schon, auch hier wirklich komplett 100% Vollgas. Die haben wirklich alles gegeben. Und ich finde auch das Grün richtig, richtig cool. Das Kleid sieht so schön aus. Und Chold hat auch einen kleinen Solo-Part hingelegt. Ich sag euch ganz ehrlich, ne, der Chold ist wirklich auch, also bei manchen Bewegungen, da frage ich mich wirklich, wie kann ein Mann sich so bewegen? Aber gut, er kann. Am Ende, wie ihr merkt, nochmal ein kleiner Switch in ein bisschen was Lustigeres und so ist das Ganze dann auch geendet. Und ich weiß nicht, ob das hier beim Zusammenschnitt wirklich rüberkommt, aber dieser Tanz, diese Energie, diese Begeisterung, diese Liebe, das war wirklich ganz, ganz großartig. Was ihr gerade gezeigt habt, also das war Feuer, Flamme, absolut alles. Und ich bin so happy, wirklich, dass wir euch beide feiern hier gerade, weil ihr seid beide so tolle Menschen. Danke, Mutti. Da kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich mag die beiden auch richtig gerne und wenig auch richtig gerne mag und da kommt dann wieder der kleine Mann in mir durch. Das ist Isabel und Christina und das sind so zwei Frauen, ja, eine Augenweide und die tanzen heute zusammen. Profi Challenge Team Bel Air. Oh, fängt schon gut an. Wir haben noch nie miteinander getanzt, nicht einen Schritt. Das ist wirklich so. In den 7 Jahren nicht einen Schritt. Und jetzt können sie einen kompletten Tanz zusammen tanzen. Das ist doch auch nicht schlecht. Ich weiß, ich finde diesen Übergang so schwer. Wechseln von du Mann zu ich. Und jetzt von unten über, muss ich unten jetzt, und nicht mal oben. Ich und Mann. Ja. Aber ihr merkt schon, wenn zwei Frauen miteinander tanzen, dann kann das durchaus ein bisschen Probleme geben, weil einer muss natürlich trotzdem die Führungsposition übernehmen und das sind dann halt eigentlich ja meistens dann die Männerschritte, die man dann nicht so extrem verinnerlicht hat. Aber die geben natürlich trotzdem ihr Bestes und es fängt auch richtig wild auf dem Bett an. Oh, ma douce souffrance, pour oublier ma
Und die ganze Idee von dem Tanz war schon durchaus interessant. Die haben irgendwie so eine Affäre, die entstanden ist, rückwärts abgespielt. Deswegen sind die jetzt raus aus dem Bett und ziehen sich an. Also sie haben so eine Jacke an und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Tanz nicht so extrem stark fand, aber die Momente, wo sie dann wirklich getanzt haben, die waren trotzdem recht gut. Ich fand die Choreografie nicht ganz so gut, beziehungsweise, ja, die ist nicht so hundertprozentig gut rübergekommen, fand ich. Aber ja, sie sind jetzt am Anfang angekommen und dort sind sie sich halt begegnet auf der Straße. Und der Mann ist, glaube ich, am Handy und gibt der Christina keine Aufmerksamkeit. Ja, habe ich mich direkt versprochen. Er hat natürlich die Isabel an der Hand gehabt, aber ist auch egal. Die beiden Frauen, die wollten sich. Und dann ging das Ganze wieder zurück und dann war plötzlich auch der Mann dabei. Aber ja, er hatte keine Chance. Der Streit war vorprogrammiert. Ihr merkt schon, es war wirklich ein sehr kompliziertes Miteinander und naja, am Ende des Tages haben wir Isabel und Christina zusammen im Bettchen. Und wenn ihr die Jury kennt, dann wisst ihr, sobald ein Bett auf der Tanzfläche steht, dann werden die ganz wuschig und heute, ja, heute ist es dann eskaliert. So, komm, Mutti. Komm in die Mitte. Leider konnten wir aus Jugendschutzrechten nicht weiter zeigen, was dann passiert ist. Die Jury ist aber auf jeden Fall irgendwann wieder zurück ans Pult gegangen. Der Lambi hat aber seine Bewertung aus dem Bett gemacht. Ich fand's sehr gut, weil es war natürlich mal was ganz anderes. Zwei Frauen, die das hier so vertanzen. Aha. Ihr habt es richtig sexy gemacht und ihr habt es richtig gut gemacht. Ja. Kommen Sie zu mir. Nehmen Sie doch Platz hier. Es war auf jeden Fall eine sehr lustige Angelegenheit und am Ende des Tages auch ein schöner Tanz von den beiden. Wir machen dann weiter mit einem Paar, wo ich beide nicht kenne, wobei die Frau wohl schon öfter mit dabei war. Ich bin der Arthur Ballandin. Ich bin Profi-Tänzer. Und ich tanze bei der diesjährigen Profi-Challenge mit der wunderschönen Martha Arndt. Ja, endlich wieder Profi-Challenge und ich freue mich wahnsinnig auf das Training mit Arthur. Und dann wird auch nochmal thematisiert, dass dieses sich zusammenfinden und in einer Woche den Tanz und die Choreografie für die Show planen, schon eine kleine Herausforderung ist. Auch für die Profis. Normalerweise dauert das Monate, bis man mit dem eigenen festen Tanzpartner, mit dem man schon seit Jahren tanzt, überhaupt eine Kür auf die Beine stellt, damit sie turnierreif ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass die jetzt nicht auf einem Wettbewerbsniveau tanzen. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn du dich monatelang darauf vorbereitest. Aber die Tänze sind natürlich trotzdem auf einem sehr hohen Niveau und genauso geht es auch bei den beiden los. Ja, und wie ihr seht, hier tanzen im Grunde Elvis und Marilyn zusammen. Und das ist natürlich der Traum von jedem, ja, keine Ahnung. Und es war ein wirklich sehr schöner Tanz. Und es gab dann auch einen Switch. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, dürfte das doch ein Charleston-Element sein. Liebe ich auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher und sehr lustiger Tanz und ja, hat auch richtig gut geendet. Und wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken, aber hier hat die Jury natürlich auch ganz viel Spaß dran gehabt. Und ihr habt toll getanzt, ja? Auch dieser langsame Jive-Teil, dann natürlich hinten raus nochmal mit ein bisschen Attacke. Echt coole Nummer, sehr schön gemacht, wirklich. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Und wir machen direkt weiter. Es gibt noch zwei Tanzpaare und das nächste ist wieder ein sehr spezielles, denn wir haben wieder eine Männerpaarung. Genau, op. Wo normalerweise der Fuß ist oder Knie ist bei ihm was anderes. Du bist die große Dame.
wie groß er ist, was die Hebelwirkungen sind. Now kick it out. Wow. Sieht auf jeden Fall schon lustig aus, wenn der Vadim da den Großen auf der Schulter hat. Aber ja, es funktioniert irgendwie doch ganz gut und die beiden haben auch sehr viel Spaß. Wow. Mir hat gefallen mit Andrzej, er hat eine starke Vision gehabt, sehr lange Beine. Das gefällt mir auch. Und du, was für eine geile große Dame. Yes, I love this. Ja, und wenn zwei Männer zusammen tanzen, dann muss einer die große Dame sein. Und ich finde, der andere hat auf jeden Fall eine gute Haltung gehabt, hat mich ein bisschen an Anna Ermakova erinnert. Aber der Tanz, der jetzt folgt, das ist wirklich auch wieder fast ein Musical. Und es hat auch so eine richtige Story. Die beiden sind nämlich Brüder und kämpfen am Ende gegeneinander. So werden aus Brüdern, die sich brüderlich lieben, auf einmal Kontrahenten. Wer den Tanz überlebt, das wird man sehen. Und man muss hier einfach sagen, das ist einer der besten Einzeltänze des Abends gewesen. Und es fängt also dann damit an, dass die beiden noch Brüder sind und sich auch noch verstehen, also sehr fröhlich miteinander umgehen. Dann wechselt das Ganze, denn ihr seht jetzt den leeren Sessel, das bedeutet, der Vater ist dann gestorben und das führt dazu, dass die beiden sich in die Köpfe kriegen. Fand ich eine richtig, richtig schöne Visualisierung, auch, ja, war einfach richtig großartig und dann ging im Grunde der Kampf los. Und natürlich, das ist ein Kampf und den kann nur einer gewinnen und der andere hat das Nachsehen. Wie schon erwähnt, das war einer der besten Tänze. Das war fast schon ein kleines Musical. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich nochmal anzugucken. Und auch die Jury war natürlich vollkommen begeistert. Tolle Darstellung, wirklich tolle Choreografie, tolle Storytelling. Das war wirklich, ich habe in Venus der gesamte Parquet mit tollen Ideen immer in Bewegung. Mir hat das wirklich ganz toll gefallen. Ich möchte übrigens an der Stelle einmal die Haare von Roche loben. Für die ganze Staffel im Grunde. Wirklich toller Job. Und dann kommen wir zum letzten Tanzpaar. Und auch die haben was wirklich Besonderes geplant. Ja, und sie sind auch zwei wirklich besondere Tänzer. Wenn Massimo auf der Tanzfläche steht, das ist einfach Explosion von Leidenschaft. Massimo ist einfach Feuer. Maria hat so viel Power, Energie, Mut. Und die ist genauso bekloppt wie ich, die macht alles mit und ich freue mich sehr auf die Show. Und Massimo ist Feuer und Massimo ist ja auch wirklich schon ein richtiges Urgestein der Let's Dance Geschichte. Aber der hat auch immer wieder neue Ideen und das Feuer, das in ihm ist, das holt er jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes raus. Feuerartistik machen wir ja nicht jeden Tag und deshalb haben wir uns einen Feuerartisten aus dem Zirkus kommen lassen, der uns in seine Welt des Feuers einweiht. Ja, und tatsächlich passiert es dann, dass Massimo auf der Bühne zwischen und vor dem Tanzen Feuer spuckt. Und das sieht dann ungefähr so aus. Und man muss dazu auch sagen, diese Bilder, ne, Massimo mit seiner Mähne, die sahen schon wirklich richtig gut aus. Und auch das Tanzen zwischendrin, das kann sich natürlich sehen lassen. Aber einmal Feuerspucken am Anfang reicht natürlich nicht. Massimo macht weiter. Und ich muss wirklich sagen, Respekt für diese Leistung. Also, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt dann der Tanz, aber ja, einfach so Feuer zu spucken, das braucht, glaube ich, schon eine Überwindung. Und das dann auch während dem Tanzen, wenn man erschöpft ist, wenn man tief atmen muss, ja, das ist schon eine sehr gute Leistung. Ich fand hier bei der Szene ganz lustig gerade, der Massimo hat das Feuer wirklich geschluckt, die Maria hat es nur ausgepustet. Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Fehler gewesen, aber ich glaube, die Maria hat sich einfach nicht getraut, was man ja auch vollkommen verstehen kann. Und es ging dann mit so, ja, mit so Gesprenkel weiter.
Und man muss jetzt ganz ehrlich sein, der Tanz an sich war jetzt nicht so absolut phänomenal, da gab es bessere Tänze, aber es war natürlich auch ein bisschen, ja, einfach eine Verbindung, Tanz mit einem anderen Show-Act, und diese Verbindung hat wirklich gut funktioniert. Und gerade an so einem Abend, wo es dann auch nicht um wirklich was Großartiges geht, hat es natürlich die Sendung durchaus bereichert. Also mir hat der Auftritt wirklich richtig gut gefallen, und Joachim Lambi hat auch sehr, sehr lobende Worte, gerade auch für Massimo. Und ihr müsst mal drauf achten, der fängt fast an zu weinen, der Massimo. Ich glaube, wir alle hier in diesem Let's Dance-Kosmos bereuen es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, dass du seit 14 Jahren hier dabei bist. Das ist so jedes Mal wieder was Neues, und du bist trotzdem dir treu geblieben. Ja, ich habe also... Als auch, da muss ich anfangen zu weinen. Ja, nein. Und dann sind wir also mit den ganzen Tänzen durch. Die Zuschauer durften dann anrufen, und für die drei Paare mit den meisten Anrufen gab es dann quasi noch eine Finalrunde. Und das sind die drei Finalisten. Also, wir starten die Endrunde, den sogenannten Dance-Off. Alle Paare tanzen direkt nacheinander, jeweils 1:30 auf dasselbe Lied. Und das gucken wir uns jetzt quasi im Schnelldurchlauf an. Denn alle Paare hatten, wie gesagt, das gleiche Lied, und alle Paare haben es auch wirklich richtig gut gemacht. Katrin und Valentin, Bombenperformance und zwei Publikumslieblinge. Weiter ging es dann mit Scholt und seiner Malika. Und fehlen im finalen Trio darf dann natürlich auch nicht der Vadim und der Andrei. Und die Paare haben wirklich alles gegeben, alles nochmal rausgehauen, und das hat man auch gesehen. Volle Konzentration, volle Leidenschaft, voller Einsatz und bei den nächsten beiden auch volle Liebe. Und am Ende muss man ganz ehrlich sagen, es war einfach von allen drei eine richtig gute Leistung. Und damit sind wir dann quasi durch gewesen. Das war alles. Jetzt müsste im Grunde die letzte Entscheidung folgen. Und was man jetzt dazu sagen muss, zu dem Zeitpunkt, es war schon so, dass RTL mit Let's Dance am Überziehen ist. Aber der Lambi, der wollte sich nochmal mit RTL anlegen, und der hatte nochmal eine Idee, und er wollte unbedingt nochmal diese Zugabe haben. Ich finde es nur fair, weil alle heute Abend so eine geile Bomben-Choreos getanzt haben, dass die anderen sechs dazukommen. Yeah! 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 Und alle zusammen. Yeah! Joachim Lambi wollte also noch mal eine Zugabe, wo alle neun Paare gleichzeitig ihren quasi Freestyle auf den gleichen Song tanzen. Und ja, das war eine gute Idee. Ja, es gab welche, die hatten was dagegen. Das war zum Beispiel RTL. Die Leute lieben Sie, dafür werden Sie mich jetzt hassen, wenn ich Ihnen leider mitteile, dass wir dafür heute keine Zeit haben. Oh. Nein. Auf die Tour! Wir würden es selber gerne sehen, aber es geht leider nicht. Ja. Aber trotzdem, ich höre gerade, man hasst sie abgrundtief sogar. Ja, und die Entscheidung ist natürlich hart, und da hat der Joachim Lambi RTL auch ein bisschen in die Zwickmühle gebracht, aber es gab halt nicht mehr genug Zeit, und deswegen gab es dann keine Zugabe mehr. Es gab aber noch eine Entscheidung, und das ist das Profipaar, das gewonnen hat. Die Gewinner der diesjährigen Profi-Challenge sind... Malika und Joel! Und ich sag euch ganz ehrlich, das waren auch meine Favoriten. Also ich finde, richtig gut abgestimmt, und ja, die beiden haben es richtig verdient. Ich finde vor allen Dingen auch Scholt, der hat so eine tolle Leistung mit Julia gegeben. Ich finde es richtig gut, dass der jetzt nochmal gewonnen hat und ein Erfolgserlebnis hatte. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall alles, alles Gute. Und damit, liebe Freunde, sind wir wirklich am Ende dieser Let's Dance Staffel.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich will gar nicht viel reden, das habe ich letzte Woche schon getan. Ich wollte mich nur noch mal bedanken für über 2500 Daumen nach oben. Ja, das letzte Video vom Finale von Let's Dance war für mich natürlich ein emotionales Highlight von meinem Kanal. Und es freut mich, dass das Video so explodiert ist am ersten Tag. Das war mein stärkstes Video und dass ihr so viel Liebe und Daumen dagelassen habt. Also vielen, vielen lieben Dank und ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und an alle Let's Dance-Freunde, bis nächstes Jahr. Ciao!